Wir sind in Frohburg beim 49. Frohburger Dreieckrennen und wollen uns jetzt ganz besonders hier mal die Strecke anschauen. Also mitten durch die Felder, mitten durch ja, die Landschaft Sachsens sozusagen, an Häusern vorbei, alles ja auf einer Bundesstraße, die hier am Wochenende gesperrt wird. Sie sehen es, diese Videos gibt es, also ein Rennen der KTM Tube Battle, dann beide Rennen der Supersport Open und beide Läufe der IRRC an diesem Wochenende, also insgesamt 5 Rennen hier bei mir an diesem Wochenende von Frohburg. Und wir wollen jetzt in die Supersportklasse schauen. Frank Backer, er holte sich die Pole Position mit der Startnummer 51 auf der Yamaha 1.40.3.2.5 seine Zeit hier im Training. Und damit war er schneller als der IDM Supersportpilot, als Thomas Walter, der natürlich hier als großer Favorit angereist war vom Team Suzuki Laux ADAC Hessen Thüringen. Also Ziese, der Schleizer, hier ja in den letzten Jahren immer erfolgreich gewesen. Beispielsweise diese legendäre Schlacht gegen Rico Penskofer vor 2 Jahren. Und hier haben wir den nächsten IDM-Piloten, Randy Harmuth mit der 74. Er auf Position 3, 1.41.472, also etwas mehr als eine Sekunde hinter dem Polesetter aus den Niederlanden, hinter Frank Backer. Dann haben wir den nächsten, Bart Claes aus den Niederlanden, die 136, ebenfalls auf einer Yamaha unterwegs, 1.43.454, also schon über 3 Sekunden langsamer als Backer. Andreas Brandt, ebenfalls aus der IDM, ein bekanntes Gesicht, ist ja nochmal Vater geworden, also er müsste mächtig Rückenwind haben, Startplatz 5 hier im Training vom Racepoint Berlin. Dann haben wir die 40, Thomas Held-Dobler vom Vector 24 7GP-Team, zusammen mit Micha Ferger. Also diese beiden wollen das Ganze mal testen hier in Frohburg. Das ist das erste Wochenende, dass Thomas Held-Dobler wieder auf einer 600er Maschine sitzt. Er ja vorher beispielsweise bei der IDM in Schleiz auf einer KTM unterwegs gewesen. Robert Neubert auf der Yamaha, auf der R6 Cup Yamaha ebenfalls mit dabei. Und dann haben wir ebenfalls noch in Reihe 2 Robert Kreuz mit der 409 ebenfalls auf einer Yamaha. Also sage ich mal von 4 bis 8, da ist es richtig eng, beziehungsweise auch noch in der dritten Reihe, also da sind die Zeitabstände nicht mehr ganz so gewaltig. Die 198, Jeroen de Backer aus Belgien, ebenfalls auf einer Yamaha unterwegs, die 198. Dann haben wir auf einer Kawasaki Randy Brandt, ebenfalls aus Belgien, die 118, er auf der 10. Startposition. Und die 71, das ist Ronny Schlosser auf der Honda mit der 71 auf der 11. Position. Und dann auf Position 12, auch ein Bekannter aus dem Yamaha R6 Dunlop Cup, Sebastian Brotscher auf seiner Cup Yamaha hier unterwegs. Und damit wollen wir uns die Startaufstellung natürlich nochmal in aller Ruhe anschauen. Auch Didier Grams und seine Truppe dabei, der Ziesel Fanclub, hier mit dabei am Frohburger Dreieck. Und hier haben wir es nochmal in der Übersicht, die ersten 3 Startreihen, also ganz, ganz vorne Backer gegen Walter und Randy Harmuth. Das sind sicherlich die Favoriten auf dieses Rennen. Thomas Held-Dobler in Reihe 2, da werden wir ganz gespannt drauf schauen, was er hier an seinem ersten Yamaha R6 Wochenende hinbekommt. Und damit kann es losgehen. Insgesamt 12 Runden sind hier auf dem Programm und wir wollen reinschauen in den Start. Ganz links, das ist Backer, daneben Thomas Walter mit der blau-weißen Suzuki. Randy Harmuth kommt richtig gut weg, übernimmt da erstmal die Führung. Backer auf 2, Thomas Walter auf der 3. Position und ganz, ganz außen Thomas Held-Dobler muss sich da schon geschlagen geben dem Andreas Brandt. Insgesamt hier waren das 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Supersportpiloten in dieser offenen Supersportklasse. Und das hier hat uns Thomas Held-Dobler gefilmt, der Start aus seiner Perspektive. Sieht hier also Andreas Brandt schon mal an sich vorbeigehen, muss dann den weiten Weg ganz außen rum gehen. Und dann wollen wir jetzt mal eine Runde mit Thomas Held-Dobler auf der R6 hier in Frohburg fahren, direkt vor ihm Robert Neubert aus dem R6 Cup. Dann haben wir hier die Kawasaki von eben dem vorhin in der Startaufstellung ja gesehenen Randy Brandt gesehen. Das ist das schnellste Stück der Strecke, also da Spitzengeschwindigkeiten von ca. 270 in der IDM Supersport oder in der Supersportklasse mit dem IDM Bike beispielsweise Thomas Walter ja unterwegs. Also da dürfte es schon technisch für die IDM-Piloten hier ein bisschen vorwärts gehen, beziehungsweise die dürften da hier schon einen kleinen Vorteil haben. Also Sebastian Frotscher, Andy Brandt und auch
Robert Neubert haben wir da direkt vor Thomas Held-Dobler, der sich hier schon mal ranbremst und an Andreas Brandt vorbeigeht. Jetzt direkt hinter Robert Neubert mit der 86. Er ist also vor ihm. Dann geht's hier den grauen Wolf hinunter, so heißt das Ganze. Und dann heißt es ganz, ganz scharf bremsen. Also selbst mit dem Auto macht diese Kurve ein bisschen Angst, muss man ganz ehrlich zugeben. Denn da wird man richtig langsam. Und dann geht's wieder Vollgas hinauf an die nächste Kreuzung. So läuft das hier in Frohburg. Also es ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und dann hier dieser Rechtsknick. Eigentlich voll zu fahren, dann in der Bergaufpassage heißt es dann anbremsen. Jetzt schauen wir auf die Spitze und da sehen wir Thomas Walter auf der 4. Frank Backer führt vor Randy Harmuth und dann haben wir noch jemand dazwischen, zwischen Thomas Walter und der Spitze. Also er kommt nur als Vierter hier um die erste Runde herum oder aus der ersten Runde heraus. Sebastian Frotscher auf Position 5. Also er hat sich hier richtig gut verkauft in dieser ersten Runde, von 12 auf 5 vorgefahren. Richtig gute Leistung für ihn. Also das Supersportfeld richtig groß und einer hat da schon mal den Bremspunkt verpasst. Und da schauen wir drauf, das ist die 48, Sven Herzberg auf der Kawasaki. Er im Moment hier mal ganz, ganz hinten durch diesen Verbremser. Dann die Spitze, deutlich zusammengekommen, außer Frank Backer, der versuchte hier gleich mal wegzufahren. Thomas Walter jetzt auf der dritten Position, hinter Randy Harmuth. Allerdings, da kommt noch keine Attacke. Thomas Kreuz ist das auf der vierten Position mit der 409. Und hier haben wir wieder Sebastian Frotscher, der natürlich versucht, seine Position hier zu halten. Also, das wird ein ganz, ganz interessantes Rennen werden. Insgesamt ja 12 Runden. Das erste Rennen dieser Supersportklasse, dieser offenen Supersportklasse, sollte ja schon am Samstagnachmittag stattfinden. Da wurde allerdings gleich in der ersten Runde aufgrund eines ganz, ganz schweren Unfalls abgebrochen. Aber Entwarnung, also bis auf zahlreiche Knochenbrüche ist da zum Glück nichts weiter passiert. Wir hatten bei Thomas Walter eine Onboard-Kamera rangebaut und das hat man diesen Sturz bei Highspeed-Tempo genau in diesem schnellsten Stück der Strecke ja gut gesehen. Aber zum Glück war es nicht ganz so schlimm, wie es im ersten Moment aussah. Thomas Held-Dobler ganz, ganz nah dran an Robert Neubert. Also der hat gesagt, es ist natürlich eine Umstellung von der Zweizylinder-KTM auf eine 600er-Maschine mit weniger Drehmoment umzusteigen. Und wir haben jetzt hier allerdings nochmal kurz der Blick auf die Spitze. Thomas Walter vorbei an Randy Harmuth, jetzt auf der zweiten Position. Also Thomas Held-Dobler hat gesagt, das ist schon eine Umstellung. Man muss den Fahrstil natürlich komplett ändern mit der großen Maschine, mit der KTM beispielsweise. Ja, da fährst du aus den Ecken raus, ziehst am Gas und dann geht's vorwärts. Mit der Supersport brauchst du einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Kurve, um richtig aus der Knete zu kommen. Aber er hat das ganz gut hinbekommen. Also er hat sich hier schon mal im Training ja ganz gut angestellt und auch im Rennen lief es bisher richtig gut für ihn. Direkt wieder hinter Robert Neubert, also diese beiden ganz, ganz dicht beieinander. Da gibt es schon mal die erste Attacke von Thomas Held-Dobler und das hat funktioniert. Ist vorbeigegangen an Neubert und ist damit jetzt wieder eine Position nach vorne gekommen. Müsste damit im Moment mal auf der fünften Position sein. Er kann also hier erstmal diese Position gut machen. Jetzt geht es durch diese behelfsmäßige Schikane, also einfach nur ein bisschen abgesteckt, aber das wäre sonst wirklich viel zu schnell, wenn man diese Schikane dort nicht eingebaut hätte. Ganz vorne an der Spitze. Immer noch Frank Backer, schon mitten im kleinen Vorsprung. Allerdings Thomas Walter, der kam so langsam aber sicher wieder näher ran. Also dieses Überholmanöver gegen Randy Harmuth, das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber jetzt in der Folgezeit Thomas Walter immer mit den schnellsten Runden. Die ersten vier noch relativ dicht beieinander, dann schon eine kleine Lücke hin zu Sebastian Frotscher auf Position 5, Held-Dobler auf der 6, so ist es richtig, und Robert Neubert auf Position 7. Und dahinter das geschlossene Feld. Wir schauen mal, wer alles hier nicht mehr dabei ist. Das ist Jeroen de Backer, Randy Brandt, František Luka aus der Tschechischen Republik, Michal Jiros aus Tschechien und Torben Herzberg
aus Deutschland mit der 69. Und Achtung, er trifft diese Kurve mal wieder nicht. Das wurde so ein bisschen zum Running Gag, so muss man das ja schon fast sagen. Also ist nicht böse gemeint, aber das war schon auffällig. Robert Neubert wieder vorbeigegangen an Thomas Heldobler. Die beiden, die behakten sich hier richtig heftig. Gleiche Stelle wie vorhin. Diesmal funktioniert es nicht. Neubert bleibt vor, erstmal vorne, aber schauen Sie mal, wie eng das Ganze hier ist. Also bei solchen Straßenkursen, da ist natürlich auch nicht allzu viel Spielraum für Fehler. Wenn man da abfliegt, dann landet man durchaus mal richtig weit im Feld. Und was alles auf dem Feld rumliegt, das werden Sie wissen. Also da können auch mal große Steine rumliegen. Also man sollte nicht unbedingt Fehler machen, wobei das hier in Frohburg durchaus noch möglich ist. Da gibt es ganz, ganz andere Strecken, die die Piloten beispielsweise der IRC fahren. Didier Grams wird Beispiel auch noch in Macau starten. Dort gibt es nur Leitplanken, also wenn man da einen Fehler macht, dann wird es richtig schmerzhaft. Hier in Frohburg hat man zumindest noch ein bisschen Wiese, also da könnte es durchaus glimpflich ausgehen. Frank Wacker immer noch vorne vor Thomas Walter. Der Vorsprung, der wird nur minimal kleiner, aber er wird kleiner. Thomas Walter, Runde für Runde, eine neue schnellste Rennrunde. Er kommt näher, vor allem in den Kurven. Da macht er richtig gut auf Frank Wacker. Hinten wird es auch wieder enger. Sebastian Frotscher muss sich da jetzt strecken, dass hinten Neubert und Heldobler nicht wieder näher kommen. Und noch ein Wort zu Thomas Heldobler. Also ich glaube, der hat es ganz gut getroffen, denn er übernimmt ja sozusagen den Platz von Jesko Raffin, der ja Yamaha R600-Cup-Sieger geworden ist in dem Team. Ableger vom Vector Racing Team aus der IDM, da ist ja Jesko Günther Meister geworden. Also die Voraussetzungen sind da sicherlich sehr, sehr gut. Und wenn er das zügig umgesetzt bekommt, seinen Fahrstil an die 600er anzupassen, dann dürfte das im nächsten Jahr in der IDM Supersport für ihn durchaus eine gute Geschichte werden. Frank Packer vor Thomas Walter, Sie sehen es. Also ja, kaum zu erkennen mit bloßem Auge, aber so ein bisschen könnte man sich einbilden, dass der Ziesel, dass Thomas Walter hier näher kommt. Er, wie gesagt, als großer Favorit gestartet. Randy Harmuth auf Position 3, auch für ihn ein richtig gutes Ergebnis wäre das, denn er ist ja zum ersten Mal hier am Frohburger Dreieck dabei. Hinten wird's eng, Robert Neubert an Sebastian Frotscher vorbei und dahinter dann Thomas Heldobler in dritter Position, also in diesem Yamaha-Dreikampf sozusagen. Sebastian Frotscher verliert also eine Position. Dahinter, da ja, ist es alles noch relativ eng. Da gibt es zumindest immer mal größere Gruppen. Aber natürlich der Kampf ganz, ganz vorne, der dominiert hier alles. Die Ziesel-Fans in der ersten Kurve, die machten richtig Stimmung. Also jedes Mal, wenn die blau-weiße Suzuki vom Team Suzuki Laux hier vorbeikam, da wurde es richtig laut. Und ich sag ja, Running Gag. Kurve wieder nicht bekommen, aber wir schauen wieder hier auf dieses Dreigespann. Da haben wir Sebastian Frotscher wieder vorbei an Robert Neubert, ist da also wieder vorgegangen. Und Thomas Heldobler, er hier im Moment in der Zuschauerrolle. Aber er zeigt schon mal, dass er gegen die Leute, die durchaus schon etwas mehr Erfahrung haben mit der R6, gut mithalten kann. Wie gesagt, sein erstes Rennen. Und dafür war es wirklich richtig gut. Jetzt die Attacke von Robert Neubert gegen Sebastian Frotscher hier unten in dieser Kurve. Und das hat funktioniert. Und damit ist Robert Neubert im Moment mal auf Position 5 vorgefahren. Sebastian Frotscher auf der 6 und Thomas Heldobler auf der 7. Es wird vorne immer, immer enger. Thomas Walter jetzt wieder ein Stückchen näher gekommen. Und er hat ja immer noch 5 Runden, denn wir sind erst in der 8. von insgesamt 12 Runden hier in diesem ersten Supersportrennen an diesem Wochenende. Das zweite, das gibt es ja dann hier auch noch. Das wurde nämlich an den Sonntag ganz, ganz hinten rangehängt. Neubert, Frotscher und dahinter dann Heldobler. Und dann haben wir hier Andreas Brandt auf der Honda vom Racepoint Berlin. Er da im Moment also auf Position 8 und dahinter dann diese große Gruppe mit Bart Claes, Michael Hofmann, Christian Rohe, Ronny Schlosser und auch Toni Müller ist noch mit dabei. Also diese Gruppe, die hat es auch in sich, aber natürlich interessiert uns hier in erster Linie,
wie das da vorne ausgeht. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Thomas Walter das durchaus hier noch packen kann. War nicht so richtig zufrieden mit dem Training. Hatte nach dem ersten Zeittraining über 1,2 Sekunden Vorsprung gehabt auf Frank Bakker. Hat das allerdings dann im zweiten Training eben nicht halten können. Frank Bakker dann einen Riesensprung gemacht. Und letzten Endes dann nur Position 2 für Thomas Walter. Hat allerdings auch gemeint, beziehungsweise das ist auch verständlich, auf so einem Kurs muss man nicht unbedingt im Training schon volles Risiko gehen. Erste Startreihe, das war das Wichtigste. Und er zeigt, dass er dieses Tempo von Bakker auf jeden Fall hier mitgehen kann. Kommt immer näher ran und ist jetzt na, noch nicht ganz in Schlagdistanz, aber einen großen Fehler darf der Niederländer an der Spitze nicht machen. Hier haben wir Thomas Kreuz mit der 409 auf der Yamaha auf der vierten Position. Er kann weder nach vorne, nach hinten passiert auch nicht allzu viel. Und Sebastian Frotscher muss sich jetzt so langsam aber sicher strecken gegen Thomas Heldobler. Also die beiden, die könnten hier auch noch in den letzten etwas mehr als 3,5 Runden durchaus noch in einen schönen Zweikampf kommen. Insgesamt in diesem Feld haben wir ja einige Kawasaki mit dabei. Insgesamt 5 sind hier noch im Rennen. 6 waren insgesamt gestartet. Aber ganz vorne mit der Spitze hatten allesamt die Leute, die auf Kawasaki unterwegs waren, nichts zu tun. Wir schauen wieder hinten oben an den Bildrand. Da kommt wieder die Spitze. Und plötzlich ist Thomas Walter hier vorbei. Plötzlich Thomas Walter hier die Führung übernommen. Inmitten der Überrundung kann er sich da also hier vielleicht einen kleinen Vorteil verschaffen. Ist an Frank Bakker vorbeigegangen. Und damit neuer Führender Thomas Walter, der Mann mit der 77 und natürlich Freude bei der Freundin und beim Fanclub hier von Ziese in Froburg. Und Thomas Heldobler ganz, ganz nah dran an Sebastian Frotscher. Das könnte durchaus eine Attacke jetzt werden. Voll auf dem Gas bleiben hier, dann diesen Knick hoch und dann das Anbremsen, fast schon das blinde Anbremsen hier auf diese letzte Kurve vor Start und Ziel. Das hat funktioniert, ist vorbei an Sebastian Frotscher und übernimmt damit jetzt im Moment mal die 6. Position hinter Robert Neubert. Hier haben wir es auch nochmal richtig im Bild, also die Bestätigung, es hat funktioniert. Das Überholmanöver hält Doppler vor Frotscher, dahinter dann Andreas Brandt auf Position 8, Bart Place, Michael Hoffmann. Ruhe, das ist dann diese nächste Gruppe, die wir dann hier im Bild haben. Ronny Schlosser beispielsweise, er mit der 71 ganz, ganz vorne in dieser Gruppe jetzt gerade gewesen im Bild. Und hier haben wir dann den nächsten, das müsste die 89 gewesen sein, Klaus-Peter Domke auf der Honda mit der Startnummer 89. Und Frotscher wieder vorbei an Heldobler. Am Eschefelder Kreuz, so nennt sich diese Kreuzung, da gab es vor circa 3 Wochen einen tödlichen Autounfall. Aber davon sind wir hier zum Glück verschont geblieben bei der Motorsportveranstaltung. Wie gesagt, am Samstag, das sah richtig bösartig aus bei diesem Unfall eines tschechischen Supersportpiloten. Wurde bis nach Mitternacht dann operiert, wurde mit dem Hubschrauber weggeflogen, dann operiert. Und am Morgen gab es dann die Entwarnung, also keine Lebensgefahr. Und das war die Sache, die hier jeder hören wollte. Großes Aufatmen im Fahrerlager und bei den Offiziellen. So, Neubert, Heldobler, Frotscher, dann haben wir Andreas Brandt. Die Positionen jetzt doch relativ eingefahren. Also die Abstände werden da doch etwas zu groß, dass es da in den letzten knapp 2 Runden hier noch eine Attacke gibt. Wir warten wieder auf die nächste Gruppe. Schlosser beispielsweise mit dabei. Und das war die 27 Rico Vetter, diese grüne Kawasaki mit der 27. Und wir warten hinten oben am Bildrand wieder auf Thomas Walter, dass er in die letzte Runde hineingeht als Führender, dass er dieses Rennen gewinnen kann. Da gab es noch eine Überrundung, das hat alles gut funktioniert und Sie sehen es, der Vorsprung recht beruhigend. Also da dürfte auf den letzten Kilometern hier in Sachsen nicht mehr allzu viel schief gehen für Thomas Walter. Frank Bakker geschlagen, Randy Harmuth auf der 3. Position, auch da
passiert nichts nach vorne, nichts nach hinten. Für ihn heißt es einfach nur ins Ziel tragen, das Motorrad. Wie gesagt, sein erster Auftritt hier in Frohburg und Running Gag, mehr sage ich dazu nicht. Also Sven Herzberg auch diesmal die Kurve nicht ganz erwischt, aber im zweiten Rennen, da sollte er das dann doch durchaus gut drin haben. Trotzdem erstmal riesen Respekt an alle, die sich überhaupt getrauen, auf so eine Rennstrecke zu fahren. Denn das ist ja nicht ganz ohne. Sehr, sehr welliger Asphalt. Wie gesagt, im Normalfall fährt hier ja der ganz normale Straßenverkehr entlang. Das war die 58, Anders Blacher aus Dänemark mit der nächsten Kawasaki. Und hier kommt Thomas Walter, er gewinnt das erste Supersportrennen hier an diesem Wochenende. In der letzten Runde zwar nochmal Frank Backer mit der absolut schnellsten Rennrunde, aber das hat nicht mehr gereicht. Thomas Walter, er hat natürlich die Erfahrung und, ja, wie er immer so schön sagt, das Wissen, das ins Ziel zu bringen. Glückwunsch an ihn, Glückwunsch auch an Frank Backer, der ein starkes Rennen gefahren ist, aber der fährt ja auch noch in der IRRC und von daher vielleicht auch nicht ganz volles Risiko gegangen. Randy Harmuth gratuliert hier Thomas Walter, der allerdings natürlich auch erstmal seine Fans grüßt und den Reifen verheizt. Das sieht man im Team nicht allzu gerne, denn das heißt putzen. Aber nach einem Sieg kann das schon mal sein. Sebastian Frotscher, er freut sich auch, Sie sehen es, also er ist voll und ganz zufrieden mit diesem 7. Platz hinter Thomas Heldobler und Robert Neubert. Thomas Kreuz übrigens auf 4, ganz unauffälliges Rennen gefahren, also ja, nicht ganz kameratauglich gefahren, so möchte ich mal sagen. Hatte immer so genau den Abstand, dass er ganz, ganz selten mal im Bild war. Thomas Walter gewinnt vor Frank Backer am Ende mit knapp einer Sekunde oder etwas mehr als einer Sekunde Vorsprung. Randy Harmuth, Kreuz, Neubert, Thomas Heldobler auf der 6, Frotscher 7, Brandt auf der 8, Bart Glaes, Hofmann, Rohe, Schlosser, Müller, Heimanns und Anders Blacher aus Dänemark auf 15.